So, herzlich willkommen, meine Freunde der gemütlichen Mittelalterunterhaltung. Wir sind im Frühling am Morgen des dritten Tages. Wir sind immer noch ziemlich dreckig von der Feldarbeit. Wir gucken uns mal an, was hier jetzt noch passiert ist. Und zwar habe ich quasi die letzten Feldfrüchte für dieses Jahr ausgebracht. Hier sind nun Karotten, Mohn, haben wir ein Feld Kohl. Ein Feld rote Beete, nochmal Zwiebeln und Karotten, nochmal Kohl. Und hier haben wir jetzt ein großes Haferfeld, ein großes Feld Weizen und hier oben noch ein großes Feld Flachs. Außerdem haben wir hier einen Apfelbaum gepflanzt und damit sind die landwirtschaftlichen Tätigkeiten für dieses Frühjahr erledigt. Und was noch ganz interessant ist, und zwar haben wir bei der Technologie nun im Bereich Landwirtschaft den Schweinestall freigeschalten. Und da habe ich jetzt große Lust drauf, dass wir den Schweinestall in Angriff nehmen und dann gucken, dass wir auch Schweine herbeischaffen. Bei den Schweinen ist es so eine Sache, die sind sehr teuer. Das heißt, wir müssen uns dann vorher noch mal Gedanken naja, wie soll man das sagen, um das Einbringen von Wirtschaftsgütern machen. Wir brauchen Münzen. Und zwar reichlich. Ist die Frage, wie platzieren wir das? Ich hätte es gern neben dem Fluss, ne, die Schweine, aber da, wo ich es hinhaben will, da geht es nicht. Hier sieht es irgendwie dann auch nicht so richtig gut aus. So vielleicht. Aber ich glaube, ich mache das so. Und dann können wir hier noch so ein Freigehege hinmachen. Und dann können die Schweine quasi zum Fluss runterlaufen. Hier sind so Felsen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die weggehackt hätte mit der Spitzhacke. Hätte das funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber jetzt wollen wir hier unseren Schweinestall errichten. Steine haben wir glücklicherweise noch einstecken. Ich glaube, Stämme haben wir nicht. Oder? Doch. Die Tasche voller Baumaterial, bin ich da schon drauf vorbereitet gewesen am Ende. Aber damit war es das. Machen wir uns mal schnell hoch auf den zu unserem Lager. Und dann schauen wir mal hier, Holzstämme. Mal eine Ladung mit. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit dem Dach. Warum habe ich hier kein Stroh? Das ganze Stroh schon verbraucht? Mal schauen, ob das in der Scheune eingelagert ist. Flachs, Roggen, Flachshalme. Das ist offensichtlich alles schon verbraucht. Aber wir können ja hier noch. Achso, nee, den Flachs, der gibt kein Stroh. Oder? Achso, das ist schon das. Genau. Flachshalme sind schon das gedroschene Flachs. Schauen wir mal nach Roggen. Mit den noch. Ja, den Roggen können wir auf jeden Fall noch dreschen. Und da bekommen wir dann auch noch mal eine Ladung Stroh. Das ist gut. Genau, dann können wir auf jeden Fall überlegen, von unserem Getreide einiges zu verkaufen. Wir müssen unbedingt baden. Ich bin dreckig wie Sau. Oh je, wir brauchen jede Menge Stöcke. Schauen wir mal, wie weit wir mit den Stämmen kommen. Die reichen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Stecken. So, dann erstmal das Dach drauf gezimmert.
Damit kommen wir auf jeden Fall zurecht. Stroh hatten wir auch in der Tasche, so wie es aussieht. Jawohl. So, Stecken brauchen wir. Dämme haben wir genug. Und wir müssen uns unbedingt zum Badezuber machen, ich glaube. Wie viele Stecken haben wir denn hier? 6, naja. Ich glaube, also Holzstämme brauchen wir nicht mehr. Hammer macht es aber auch nicht mehr lang. Steine, Stroh brauchen wir nicht. Steine und Stroh brauchen wir nicht. Und jetzt müssen wir mal schnell gucken. Ich glaube, für den Waschzuber brauchen wir Bretter, wenn ich mich nicht irre. Wo ist der drin? Hier, 6 Bretter, jawohl. Und wir machen gleich mal 12. Und dann machen wir 2, dann kriegen die Waldarbeiter auch gleich noch ein Waschzuber, würde ich sagen. Und dass wir jetzt nicht ewig zum Fluss laufen müssen, würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir den Brunnen schnell noch. Der braucht, glaube ich, nicht viel Bauarbeit. Ja, genau, der ist schon halb fertiggestellt hier. Brunnenschacht ist schon. Wir müssen nur das Dach noch decken. So, hier auch noch das Dach gedeckt. Ist der Brunnen fertig? Ah, das war noch eine Quest, das ist ja schön. Und dann würde ich jetzt sagen, hier ist ein guter Platz, um Waschzuber zu platzieren. Hier vielleicht zwischen den Häusern, das ist doch ein guter Platz. Das steht aber schräg. Da läuft das ganze Wasser raus. Eine Stelle, wo es nicht ganz so schräg ist. Ist die einzige? Naja, da ist er so mitten im Weg. Ne? Also vorne am Wegesrand ist auch nicht so prall. Naja, das ist jetzt auch am Wegesrand. Ne? So, wie Unterschied macht das jetzt? Nein. Hier diese Zweige wegmachen. Also schauen wir noch mal. Na ja, gut, hier so unterm Baum würde gehen. Also ein bisschen näher am Haus finde ich schon nicht verkehrt. Hier oben, da. Also genau zwischen den Häusern. Schau mal. Das ist doch gut. Ist der? Das ist doch so eine Badenische. Das ist doch nett. Eine Badenische. So. Rohbau. Brunnen verwenden. Eimer füllen. Und wie viel Eimer da rein müssen in den Waschzuber? 33, okay. 3 Eimer voll. Hätte ich gleich ein paar Eimer mehr machen sollen. Dann wäre es schlauer gewesen. Wir haben doch eigentlich müssten doch die Eimer hier drin sein. Ah, hier, 4-mal Eimer mit Wasser. Perfekt.
So. Füllen. Ah, sehr schön. Ah ja, das hat er gleich komplett gemacht. Nehmen wir gleich mal ein Bad. Probieren wir den gleich mal aus, den Waschzuber. Nicht schlecht. Sehen wir schon gleich viel sauberer aus. Und dann machen wir uns jetzt aber für unser eigenes Haus. Da hätte ich jetzt auch gern noch so einen schönen Waschzuber. Die Frage, wo wir den hin platzieren wieder. Gucken wir mal, ob wir da eine gerade Fläche finden. Ja, hier wieder genau in den Bärensträuchern, die ich aber eigentlich nicht zerstören wollte. Hier oben. Aber das ist wieder, ich hätte es gern am Haus. Gern am Haus. Hier so ein bisschen hinterm Haus. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Er ginge. So unterm Baum, aber das. Oder hier direkt vor der Tür. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, so direkt an der Tür. Na, man kommt morgens raus. Oder abends von der Arbeit, wäscht sich hier direkt. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Sehr schön, dann füllen wir das Ganze noch. 100% funktioniert einwandfrei. Einwandfrei. Dann machen wir jetzt die restlichen Eimer hier noch voll. So, dann sind wir jetzt auch wieder sauber. Ich habe mich jetzt ein bisschen unwohl gefühlt, so dreckig, wie ich war. Die Eimer lassen wir da. Und jetzt haben wir 14 Stecken. Das ist nicht so richtig viel. Hier sind aber in der näheren Umgebung auch keine, weil die ich alle schon wegverarbeitet habe. Ah, hier sind ein paar. Da brauchen wir jetzt einen ganzen Haufen. Stecken, stecken, stecken. Es ist mir schon aufgefallen beim Fertigmachen von den Videos, dass man in dem Spiel ziemlich viel auf den Boden schaut. Eigentlich hat man eine recht schöne Aussicht, aber der Blick ist irgendwie immer so auf den Boden gerichtet, weil man immer am Einsammeln ist. So, 56. Gucken wir doch mal, wie weit wir damit kommen, ne? Okay. Wie sind die Wisente? Ja, wir wollten jetzt nicht jagen. Wir wollten uns einen Schweinestall bauen. Fokussiert bleiben. Gibt es noch ein paar? Und dann müssen wir uns tatsächlich langsam darum kümmern, nochmal wieder Dorfbewohner einzusammeln. Vielleicht wird es Zeit, den Sambor nochmal zu besuchen und bei der Gelegenheit oben in den Dörfern nochmal zu schauen, ob wir da nicht nochmal jemanden finden.
Einmal für die Kräuter hätte ich ja gern jemanden für die Kräuterhütte. Und dann noch einen Holzfäller. Jetzt ist der Hammer kaputt. Das könnte ganz knapp könnte es reichen. Ich denke dann, wir werden den Sommer damit verbringen. So, da ist er. Unser Schweinestall. Fertig. Die Quest haben wir damit auch erfüllt. 15 Gebäude haben wir gebraucht für diese Quest. Und jetzt würde ich gerne noch mal schauen. Zäune, was kostet das? Aber wir haben gar keine Münzen. 75. Da müssen wir aber mal schauen, dass wir an Münzen kommen. So, und auf jeden Fall. Ja, für Tierfutter. Ah, das kostet nur 50. Das ist schon mal gut. Hafer und Roggen und Stroh. Müssten wir alles haben. Hafer, Roggen, Strohhalme einstecken. Machen wir mal 10. Das sollte ja für den Anfang erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie der Verbrauch von Tierfutter so ist. Müssen wir, glaube ich, erst ergründen. Stromgewurf, Dünger. Okay, also wir können mal gucken. Können ja schon mal überlegen, was wir alles verkaufen wollen. Ich glaube, vom Roggen können wir. Da müssen wir, glaube ich, erst mal gucken, was wir verkochen können. Ne? Wir machen das. Ich bringe jetzt mal das Tierfutter in in den Schweinestall. Oh. 50 können wir da unterbringen. Ja, okay, und das wiegt 2. Also da können wir ordentlich, Tierfutter könnten wir eigentlich ordentlich einlagern. Mal schauen, aber ich denke, obwohl wir hatten, glaube ich, noch irgendwo war noch Roggen. Nicht ungedroschener Roggen. Was ist hier? Ah, das sind nochmal 70 Roggen, das ist gut. Wolle und Wollstoff könnte man dann verkaufen. Kupferspeer können wir auch verkaufen. Jetzt haben wir ja Pfeil und Bogen. Brauchen wir. Okay. Dann würde ich jetzt sagen. Federn kann man auch immer gut verkaufen, die wiegen auch nichts. Dann würde ich jetzt trotzdem sagen, wir gucken jetzt erstmal, was wir an Getreide überhaupt brauchen. Hier zum Kochen. Also erstmal schauen wir im Kessel und zwar bei den Suppen, da brauchen wir gar kein Getreide. Ne? Kein Getreide brauchen. Dann breimäßig. Also Haferbrei gibt's. Roggenbrei gibt's. Und das ist dann das gleiche nochmal. Also Hafer und Roggen
Brauchen wir für Brei. Und bei den anderen Gerichten, ne, da braucht man Zwiebeln oder Eier. Gut. Gut, also Roggen und Hafer brauchen wir. Und den können wir essen und den können wir für Tierfutter brauchen. Das heißt, Roggen und Hafer wollen wir einfach behalten. Das ist schon mal gut zu wissen. Den restlichen Roggen, den können wir noch dreschen. Ein Elch, ein Wiesent und ein Bär müssen wir jagen. Klingt nach einer Aufgabe. So, jetzt, was haben wir hier jetzt? Nochmal 70 Roggenkorn. Nochmal jede Menge Stroh. Das heißt aber, Mohnsamen brauchen wir nicht. Da würde ich sagen, wir heben uns. Wir haben, glaube ich, das Mohn ausgesät. Egal, wir heben uns 20 auf. Weizen dasselbe. Weizen brauchen wir jetzt dann nicht. Und wir heben uns 20 auf. Und ich würde jetzt mal behaupten, vom Roggen können wir zwar essen, aber ich glaube, da können wir auch gut nochmal eine Menge abgeben. Den Hafer behalten wir jetzt einfach mal. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann schauen wir jetzt noch mal in unserem Lager nach, was wir hier so haben. Holz hacken, Schaufeln, den Kupferspeer können wir auf jeden Fall verkaufen. Leder brauchen wir wahrscheinlich. Messer, Stöcke, Wolle können wir verkaufen und Wollstoff können wir auch verkaufen. Und Pelze können wir ordentlich verkaufen. Oder wir behalten die Pelze, da kann man später dann so Pelzschuhe und sowas draus machen. Das ist dann definitiv mehr wert. Ja. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal die Holzteller mit und die Holzschalen. Federn nehmen wir eine Menge mit. Da heben wir uns auch 20 auf, falls wir noch ein paar Pfeile machen wollen. Kupferpfeile hätte ich dann gern, wenn wir das Kupfererz verarbeiten. Brennholz haben wir, Bretter. Kann man aus den Brettern irgendwas machen, was man gut verkaufen kann? Ich überlege gerade. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Holzstämme mit. Aus denen machen wir dann nochmal Schüsseln und Schalen und so ein Kram. In unserer Werkstatt. Das ist die Frage. Also wir haben hier. Für Eimer braucht man Bretter, aber Eimer sind zum Verkaufen doof, weil die sind schwer. Die wiegt einer 2 Kilo. Das ist irgendwie nicht schlau. Also wir machen jetzt mal Holzschalen. Das wären 50 Stück, 10. Machen wir hier 25 Holzschalen. Und dann können wir nämlich was kochen. Unsere Lebensmittel verfallen ja eh bald. Und Kohl zum Beispiel wächst ja gerade schon wieder nach. Das heißt, da können wir schon nochmal schauen. Wir haben jetzt zwar rohe Lebensmittel verkauft, aber da kriegt man nicht so richtig viel dafür. 4 Bretter geben ein Holzrad, aber da braucht man erstmal 3.500 Technologie. Eine bessere Fackel mit Leder. Okay, also neues Level in der Herstellung. So Körbe und so ein Kram kann man auch ganz gut verkaufen, aber es ist hier alles Verarbeitungszeit. Was ist das? Schnelleres Bauen.
geringerer Ausdauerverlust beim Bauen. Das ist Erfahrungsgewinn beim Kochen. Ja, nehmen wir das, machen wir erstmal Erfahrungsgewinn und dann kommen die anderen Sachen. So ein bisschen Gewicht abgeworfen. Ah, ich hätte ja auch einfach hier es verbauen können in den Rohbau. Haben wir noch einige Bauprojekte offen. So, aber wir haben jetzt hier, genau, also wir haben gut Zeug eigentlich. Gebratenes Fleisch, hier gibt es nochmal Fleisch. Und dann die Frage, was wir verarbeiten wollen. Rote Beete, Fleisch. Den ganzen Kohl haben wir schon verarbeitet. Und die Zwiebeln auch, kann das sein? Ich wundere mich gerade. Aber es sieht fast danach aus, ne? Oder haben wir das verkauft? Aber das heißt ja, wenn wir jetzt keine Zwiebeln haben, wenn wir kein Fleisch mit Soße machen, das heißt, wir können die Teller, die wir gerade gemacht haben, einfach alle da lassen. Ich wundere mich gerade, aber okay. Dafür nehmen wir einfach ja jede Menge Fleisch mit, das wir dann in die Suppen reinkochen können. Haben wir ja zum Glück ausreichende Mengen davon. Dann können wir eigentlich mal die Küche bauen. Die ist direkt vor dem Lebensmittellager habe ich die Küche ja geplant. Dann wäre das vielleicht das auch eins der nächsten Bauprojekte. Hier ist auch nichts mehr drin, nur eine Axt. So, dann schauen wir mal. Kessel. Suppen. Haben wir eigentlich? Genau, Kohlsuppe geht nicht. Eintopf ginge. Und rote Beete-Suppe ginge, aber wir haben das Rezept noch nicht und wir haben ja gerade kein Geld, um das Rezept zu kaufen. Aber das heißt, wir machen jetzt einfach aus unseren ganzen Karotten einen Eintopf. Dann können wir den Eintopf verkaufen. Wir müssen dringend was trinken, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch schauen, dass wir... Brauchen wir Zwiebeln dafür. So, gucken wir doch mal. Wir essen mal die Pilzsuppe. Die gibt nämlich 20 Wasser. Kohlsuppe. Eintopf. Eintopf gibt 25. Kohlsuppe gibt 30, also Nahrung. Rote Beete gibt 6. Die werden wir dann verkaufen. Ja, aber das ist schon, also eine Karotte kostet 2, eine Holzschale kostet 4, das sind 6. Der Eintopf bringt 40. Achso, aber im Eintopf sind 2 Karotten und 3 Fleisch. Also sind es 6, 9, 18. Immer noch gut. Also man sollte das Zeug nicht roh verkaufen, sondern man sollte das tatsächlich schauen, dass man das verarbeitet bekommt. Beim Fleisch ist ja auch so, Fleisch gibt 3, gebratenes Fleisch gibt 5. Also dann macht es auch Sinn, das gebratene Fleisch zu verkaufen. Dann verkaufen wir vielleicht auch nicht die rote Beete, sondern schauen, dass wir die gekocht verkaufen können. Dann bringen wir jetzt den Kram erstmal wieder ins Lebensmittellager, den wir nicht brauchen. Dann nehmen wir so viel mit, wie wir tragen können und bringen das ins Dorf. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Reise,
gucken, ob wir jemanden finden, den wir als Holzfäller und Kräutersammler engagieren können. Vielleicht noch jemanden für die Landwirtschaft. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Sambauern. So machen wir das. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao.